Also Plankostenrechnung. Bei der Plankostenrechnung kommen die Leute in Verwirrungszustände, die über diese Formeln hier lernen und die nicht lernen über die Zeichnung. Plankostenrechnung ist einfach, wenn man die Bilder vor seinem geistigen Auge hat. Wenn man weiß, die Istkosten können über der Sollkostenkurve liegen, das ist meine Verbrauchsabweichung, und rechnerisch ergibt sich ein Plus. Ökonomisch betrachtet ist es negativ, weil meine Istkosten über der Sollkostenkurve liegen. Das heißt, das ist eine Unwirtschaftlichkeit. In diesem Fall, dieser Aufgabe hier, der Aufgabe 5 hier in der Prüfung, Frühjahr ist das, ne? Frühjahr 2010, ist es so, dass die Istkosten unter der Sollkostenkurve liegen. Das heißt, es gibt sich rein rechentechnisch ein Minus. Aber ökonomisch betrachtet ist das positiv. Der Kostenstellenleiter war besonders wirtschaftlich. Und das kann man nur lösen, indem man es sieht vor seinem geistigen Auge oder vielleicht sich sogar zeichnet, obwohl in der Prüfung keine Zeichnung verlangt wird. Wenn Sie über die Formeln vorgehen, landen Sie in Verwirrungszuständen. Sie landen in der Psychiatrie. Und wir haben bei der Plankostenrechnung das Problem, dass wir viele, viele Schritte nacheinander abarbeiten müssen. Und wenn dann Menschen vor dieser Aufgabe gestellt werden, die völlig blockiert sind, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Wo also fangen wir an? Was ist die erste Aktion? Die erste Aktion ist auf der X-Achse die Planbeschäftigung. Wir sind also in einer Stundendimension. Dann der zweite Schritt, wir gehen nach oben, genau, in Euro zu den Plankosten. Das ist der Einstieg in die Aufgabe. Immer bei der Planbeschäftigung auf der X-Achse anfangen. Und dann Schritt für Schritt abarbeiten. Wir brauchen hier, wie so oft, den Schritt für Schritt Ablauf. Die Leute sitzen da und es schwirrt in ihren Köpfen, sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen, landen in Blockade, Verwirrung und Depression. Wenn man die Schritte aber kennt und wenn man das Bild vor seinem geistigen Auge hat, und Sie müssen es ja noch nicht mal vor Ihrem geistigen Auge haben, Sie haben es doch hier, hier ist es doch, da ist das Bild. Und dann schauen Sie, bin ich in der Unterbeschäftigung, bin ich in der Überbeschäftigung, haben Sie es markiert in den Unterlagen. Unterbeschäftigung, Überbeschäftigung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.